Okay, aufgrund des schönen Wetters habe ich mich dazu entschlossen, das Review zu meiner zweiten Gili-Jacke jetzt zu drehen. Die hat ein paar Besonderheiten, ist mehrteilig, was beim Nähen sehr viele Vorteile gebracht hat. Es ist noch keine Jute dran, das ist wirklich nur das Grundgerüst. Ja, fangen wir mal an mit dem Vorderteil. Das ist das Vorderteil, bestehend aus einer Zeltbahn. Hier oben noch diese doppelten Zeltbahnknöpfe angenäht, auf beiden Seiten für die Schultern. Sowie ein Reißverschluss von der Feldbluse. Einmal der linke Teil, einmal der rechte Teil innen, dass man die hier an Seiten zumachen kann. Ansonsten, die Ränder sind umgenäht, am Kragen ist innen leichte Verstärkung. Nichts Außergewöhnliches. Das Teil, was schon ein bisschen mehr außergewöhnlich ist, ist das Rückenteil. Das kommt dann hier über den Rücken. Besteht aus ein paar Zeltbahnstreifen, also eigentlich im Grundgerüst aus Zeltbahn. Auch wieder zwei Reißverschlüssen, einmal links, einmal rechts. Und ist außen komplett mit Netzschal bedeckt. Der Netzschal ist verlängert, also bis hier ging eine Feldbluse. Und der geht nochmal so ein Stück länger. Ich denke, mit der runterhängenden Jute schließt er dann schön bündig mit der Hose ab. Ich habe außen, wie gesagt, einen Netzschal von Amis, irgendein Wüstentarnmuster aufgenäht. Katzennetz ist schon drauf, schön vernäht. Und von innen in dieses Gestell aus Zeltbahn habe ich Fliegengitter eingeklebt. Das hat ganz gut gehalten. Hier oben die Gegenstücke an den Schultern fürs Frontteil. Ja, und das wird dann zusammengebaut, angezogen, kommt also gleich. Kommen wir zu den Armen. Habe ich zwei Stück, bestehen zum Teil aus Zeltbahn, zum Teil aus Feldblusen und zum ganz großen Teil aus Netzschal. Das ist der linke. Und da kann man dann hier rein. Habe unten das verlängert, sodass ich mit dem Daumen oben in den Abschluss von der Zeltbahn rein kann. Wenn ich das dann hochziehe, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, passt das eigentlich ganz gut. Und habe halt aus Tarnnetz noch ein bisschen was aufgenäht, um die Finger zu betarnen. Auch Katzennetz ist schon drauf. Aber Innenseite, Zeltbahn durchgängig, an den Schultern, an den Ellenbogen Feldbluse und an Ellenbogen noch eine Polsterung. An den Schultern einmal eine Lasche für an die Schulterstücke von Front- und Rückenteil und einmal zwei Druckknöpfe, um die auch hier unten zu fixieren und auf dem Rücken. Da ich nicht nur einen Arm habe, sondern zwei, ist hier der zweite Arm. Muss ich nachher gucken, welcher ist. Der hat noch eine kleine aufgesetzte Tasche. Auch wieder massiv viel aus Netzschal, im Prinzip aufgebaut wie der andere auch. Und auch hier wieder für die Finger, wenn sie dann drin sind, eben eine leichte Tarnung. Kann man zurückschlagen, aber so kann man halt Handschuhe runterziehen, wie auch immer man will. Man könnte sich das Teil jetzt anziehen und dann zusammenknüpfen. Zweckmäßiger ist es, schlicht und einfach, das Teil zusammenzubauen und dann anzuziehen. Und genau das tue ich jetzt gerade mal. Ich habe das nicht.
Kurve rein. Okay, da kommt heute noch die Jute drauf. Und dann schauen wir mal. Für die Leute, die sich fragen, was das ist, da links steht noch mein Lovoflex. Das ist der dazu passende Hut. Und das ist die Kamera.